Honda-Pilot Dominik Vogel geht als Pole-Setter ins siebte Saisonrennen der ADAC TCR Germany in Zandvoort. Insgesamt drei Honda Civic unter den Top 4. Beim Start geht alles sauber über die Bühne. Vogel vorneweg. Bradley Burns hat dagegen Probleme, fällt schnell vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Dann legt sich Mitchell Chair im VW mit Michel Halder im Honda Civic an. Es kommt zu einer leichten Berührung. Chair verliert die Kontrolle und knallt in die Leitschiene. Chair, der als Gesamtelfter angereist ist, kann nicht mehr weiterfahren, schleift aber sein Auto immerhin noch in die Box. Nach dem Restart bläst Max Hesse vom Team Engstler zur Attacke. Geht an Bradley Burns und Antiburi vorbei auf Platz 4. Dann der Auftritt des Titelverteidigers Harald Protschek. Der Österreicher kassiert hier den führenden Dominik Vogel, der sich anschließend erstmal sammeln muss. Mike Halder nutzt das aus und zieht im Windschatten ebenfalls durch. Doch der Führungswechsel hat nicht lange Bestand. Die Rennleitung schickt Protschek wieder zurück, da er Vogel beim Überholmanöver nicht ausreichend Platz gelassen habe. Die letzten Meter. Mike Halder an der Spitze vor Max Hesse. Jetzt wird's knifflig. Hesse presst sich erstmal an Halder vorbei. Die Situation scheint bereits erledigt. Doch als Hesse innen reinzieht, bekommt er rechts hinten einen Schlag ab. Hesse fängt sein Fahrzeug zwar ab, Halder holt sich die Führung aber zunächst zurück. Wenig später die nächste Attacke und diesmal lässt Halder Hesse endgültig passieren. Max Hesse holt sich damit den Laufsieg in Zandvoort vor Mike Halder und Harald Protschek.